Skoda bringt den ersten SUV mit RS-Logo. Der Kodiaq RS kommt ab Februar 2019 mit 240 PS und einigen exklusiven Designdetails auf den Markt, womit die Modellreihe fast komplett ist. Dank des Dynamic Sound Boosters hebt er sich auch deutlich hörbar von den anderen Modellen ab. Wir haben im Rahmen der Präsentation natürlich die Frage gestellt, wer eigentlich die Zielgruppe für das neue RS-Modell sein könnte. It's for let's say tech affin customers, but actually as you very well mentioned, it's also for the people who has families. So it's like a very good combination of both. And I believe that the fathers of families are somehow, sometimes very glad to have a fast drive somewhere. Nicht zu vergessen, das weibliche Geschlecht, das neben Markentreue auch immer mehr sportliche Ansprüche an ein Auto stellt. Da ich persönlich ein Skoda-Fan bin, ist das Highlight überhaupt der RS, dass es diesen Kodiaq, diesen SUV endlich in einer sportlichen Variante gibt, die sich abhebt. Allein schon vom Interieur, wo man den RS definitiv wieder erkennt, sowohl von den Sitzen her wie vom Lenkrad. Und das ist für mich vom Kodiaq her und von Skoda her das absolute Highlight. Kurz zusammengefasst könnte das bedeuten, dass er ein SUV ist und man ihn auch als daran so sehen sollte, aber dass er sportliche Features hat, die ihn definitiv zu einem Highlight machen. Viel Neues gibt es auch beim Thema Design. Ich fange erstmal mit dem Exterieur. Wir haben in der Front ein neues RS-Logo mitgebracht. Das ist komplett in rote Ausführung. Dann haben wir ein schwarzes Grill gemacht und da unten haben wir auch die neuen Komponenten. Von dem Heck, da ist wesentlich, haben wir unsere RS-Sprache, das heißt die sehr breite roten Rückstrahler und auch die Endrohren, die sind in der Chrom-Ausführung. So, und in dem Interieur, da haben wir ein schwarzes Interieur überall, aber wesentlich ist, dass wir haben die neue Dekoren, die sind im Carbon-Effekt, in der Front auch auf den Seiten. Bleibt zum Schluss noch die Frage, was könnte man aus einem Kodiaq noch machen? Ein Coupé etwa? Erste Bilder dazu gibt es bereits unter der Bezeichnung Kodiaq GT. Er wird sich nur bei einigen Details vom herkömmlichen Modell unterscheiden, so der Hersteller.